Für die Schweizer Wirtschaft ist eine sichere Stromversorgung von zentraler Bedeutung, denn rund 60% des Stroms wird in unseren Firmen verbraucht. Doch seit einigen Jahren sind die Strompreise in ganz Europa rekordtief. Dies führt dazu, dass sich Investitionen in neue und bestehende Kraftwerke nicht mehr lohnen. Doch ohne diese Investitionen ist die Versorgungssicherheit mittelfristig infrage gestellt. Denn viele Kraftwerke in der Schweiz müssen in den kommenden Jahren erneuert werden. Um dieses Problem zu lösen, hat die BKW ein Modell für einen sogenannten Kapazitätsmarkt entwickelt. Dieser soll wieder Anreize für Investitionen in Kraftwerke schaffen und dafür sorgen, dass auch künftig in den kritischen Wintermonaten stets genügend Strom zur Verfügung steht. Doch was sagt die Wirtschaft zu diesem Modell? Wir haben bei Jörg Soler nachgefragt. Er leitet den FISPA-Standort der Lonza AG, einem international tätigen Feinchemikalienhersteller und Pharmazulieferer. Die Lonza produziert im FISP moderne Pharmawirkstoffe für unsere Kunden auf dem Markt. Das geht von hochkomplexen bis normalen Wirkstoffen, die wir haben. Und auf der anderen Seite sind wir in der Feinchemie und in der Ernährungsmittelindustrie, wo wir wirklich Hightech-Chemikalien und Vitamine produzieren. Wir haben momentan 2700 Mitarbeiter, die in diesem Standort hier in FISP arbeiten. Unser Stromkonsum auf dem Werk ist rund 500 GWh. Die Versorgungssicherheit des Stroms ist zentral, weil die ganze Produktion eigentlich auf dem aufbaut. Strom ist überall nötig, um unsere Anlagen überhaupt zu betreiben. Und von dem her ist das ein zentraler Punkt zum Überleben auf dem Standort FISP. Das Modell der BKW ist eigentlich unter den Modellen, die jetzt vorgeschlagen werden, eigentlich das Modell, das marktnah ist, das versucht, wirklich die Marktkräfte spielen zu lassen. Und wir glauben an den Markt und sind darum überzeugt, dass das Beste ist und auch die besten Kosten in Zukunft bringen wird.